Danach. Achte 30.000. 416. Sleep well. Und guten Morgen. Hey. Ist gut. Ein Grad, dass man weiß, ob sie ihn verwendet. Guten Dung entdeckt. Bra. Schießen. Hier ist ein neues Werkzeug. Da ich es hergestellt habe, wird es viele Jahre halten. Obsidianhammer. Ja, warten wir noch mal. Ich habe von Taras Mutter noch kochen gelernt. Diese Frau wusste, wie man brät. Manchmal klopfe ich einen Rhythmus, ohne zu wissen. Die Leute, mit denen ich zusammen bin, fangen an zu tanzen, bevor ich überhaupt merke, dass ich Musik spiele. Ich bin froh, dass Juk mit Izu über Kleidung reden kann. Meine Augen sind glasig. Wo ist der Bra? Ja, schaut rein. Der ist noch zu Hause. Der ist zum Bra. Wenn mir jemand etwas Schreckliches zum Geburtstag schenkt, muss ich mich dann wirklich bedanken. Da mit der Kacke, ja? Wenn ich diese super glänzende Muschel finde, gebe ich sie meiner Schwester. Sie liebt sie. Boah, ich fische gerne, aber meine Beine werden kalt, wenn ich so lange im Wasser stehe. Wenn ich es mir recht überlege, mag ich das Angeln nicht. Er mag keine Kaka. Als ein Kind war, wollte ich über alles etwas lernen. Jetzt kann ich es mit den Kindern hier teilen.
Ansicht auf der Karte. Linsenkuchen. Igrok und ich haben herausgefunden, dass wenn man bestimmte Materialien verrotten lässt und sie dann frisch gepflügter Erde vermischt, man verschiedene Effekte enthält. Wir nennen das Kompost. Johaha, Kompostkübel, Idee, kompostieren. Wakunde ist ein toller Bruder, aber ich wünschte, er würde manchmal auf die Vernunft hören. Es war eine großartige Idee, unterirdische Wasser in die Oberfläche zu bringen. Ich kann eine Menge von Moda lernen. Bist du noch da drin? Ein guter Anführer weiß, was das Beste ist. Tanzen ist ein gutes Training. Map. Okay. Beim Experimentieren in der Küche können ganz erstaunliche neue Geschmacksrichtungen entstehen. Ich hatte eine Idee. Da Fische im Wasser leben, wie wäre es, wenn wir die Fische, die wir gefangen haben, auch im Wasser aufbewahren? Ich denke, das funktioniert, wenn ich das richtige Gefäß und die richtigen Dinge zum Mischen hätte. Holz, alle Wassertiere. Wir können später darüber reden. Drei Fische. Es gibt viele verschiedene Arten von Steinen. Es wird Zeit brauchen, aber ich will sie alle finden. Ich habe von Taras Mutter kochen gelernt. Diese Frau wusste, wie man upgraden. Yvonne denkt immer, dass ich nur nett bin, wenn ich sage, dass ihre Musik die beste im Clan ist. Ich tratsche nicht, ich beobachte. Alle Fische. Ich wünsche, Ibon würde mich meine musikalischen Techniken beibringen lassen. Grob versucht Oma zu sagen, dass ich jagen lernen sollte, aber wer würde schon angeln? Ada ist eine so weise Frau, ich habe so viel von ihr gelernt.
So, gehen wir zum Nock. Bist du hier? Ja. Nein. Forschung. Das sollte alles sein. Ich brauche nur ein paar Tage für die Forschung. Und mit Forschung meine ich Geschmackstest. Idee gerbe älter. Es tut gut, sich zu beschäftigen. Dank dir. Ich bin glücklicher als ein Kaninchen in einem Erdbecher. Komm ich da noch durch? Lange Zeit. Tomatensaft. Was für ein erquickendes Geschenk. Danke. Wie stehst du zu Tomatensaft? Zumindest ist das kein Schrott. Wenn ich auf Reisen war, habe ich am liebsten in Bäumen geschlafen. Vielleicht kommen Aida und ich deshalb so gut miteinander aus. Ich sehe, dass du es versuchst. Das ist gut. Nein. Thank you.
Izu lebt schon als Kind Tannenzapfen. Ich frage mich, ob sie das immer noch tut. Weißt du, was mich jung hält? Tanzen. Definitiv. Du musst deine Muskeln stark halten, damit dein Geist die Energie zum Wandern hat. Nur wenige Leute kennen die ganze Geschichte, wie ich dem Clan beigetreten bin. Mein alter Clan waren die Ralor, ein Volk, das die sogenannte Stärke schätzt. Aber sie waren grausam. Alle Jungs, die nicht älter als Bra sind, werden in den Wald geschickt, um eine Saison zu überleben. Wenn sie zurückkommen, wurden sie als würdig für den Clan angesehen. Das war unser Initiationsritus. Mein älterer Bruder wurde auserwählt, mein Führer zu sein, also folgte ich ihm ohne zu fragen. Nachdem ich mehrere Tage in fast völliger Stille unterwegs war, fragte ich ihn, wann er mir beibringen würde, wie man überlebt. Er sagte mir, wie sinnlos es sei, jemandem zu unterrichten, der so schwach ist. Dass ich, wenn ich überhaupt eine Ehre hätte, im Wald sterben würde, damit ich wenigstens Futter für die Krähen sein könnte. In dieser Nacht weinte ich neben dem Feuer in den Schlaf. Mitten in der Nacht wachte ich durch eine eisige Kälte auf. Das Feuer war weg und mein Bruder auch. Ich war alleine in der Dunkelheit. Ich wanderte durch die mondlose Nacht und rief um Hilfe, hoffnungslos. Schlief ich neben einem riesigen Baum ein. Am nächsten Morgen wachte ich auf, weil neben mir ein kleines Feuer knisterte. Ich dachte mir, dass er es ist. Ich blieb bei diesem Feuer und fütterte es. Ich warte auf seine Rückkehr. So gemein er auch war, er ist immer noch mein Bruder. Als ich eines Tages nach Wurzeln zum Braten suchte, kam ich zurück und fand einen grauhaarigen Mann vor, der auf mein Feuer schaute. Da traf ich Huak und erfuhr, dass ich mich neben einem Pacha-Baum ausruhte. Es waren die Geister, die mich gerettet und Huak dazu gebracht haben, mich zu adoptieren. Jetzt tue ich mein Bestes, um sie zu ehren und die Menschen, die mir wichtig sind. Wie du. Wo ist mein Schwein? Die Petersilie. Die Leute reden immer von Okas starkem Geist, aber es ist ihr sanftes Herz, das ich liebe. Kann ich dir eine schenken? Was für ein nettes Geschenk. Bohnen. Apfel kann ich nicht liegen lassen. Äh.
Karotten. Hey, wo? Ada und ich wurden am gleichen Tag geboren. Ich weiß nicht, wie das Leben ohne meine Schwester aussehen würde. Ruckel, ruckel. Den Button kann ich nicht liegen lassen. Pferd tot, dann ist es besser. Wo war das da oben? Nein. Thank you.
schon wieder. Jawohl. Wo bin ich? Strand. Ich bin am Strand. Kaka. Wird spät. Ja. So, ich muss jetzt noch mal rein. Ja. Gute Nacht. Der 30.000.